Ich habe Sie vor 10 Minuten in meinem Büro erwartet. Ah ja? Wie eigenartig. Ich hatte gar nicht die Absicht, in Ihr Büro zu kommen. Denken Sie, wir hätten nichts zu besprechen? Da fällt mir nichts ein, was mich interessieren könnte. Ich bezahle Sie. Ich habe Kündigungsschutz. Wollen Sie mir jetzt den Stock wegnehmen, um mich am Gehen zu hindern? Das wäre mir zu infantil. Ich kann Sie jederzeit feuern, wenn Sie Ihre Arbeit nicht tun. Ich arbeite von 9 bis 5. Ihre Abrechnungen sind praktisch nicht existent. Schlimmes Jahr. Sie ignorieren Konsultationsersuche. Ich rufe zurück, verwirren Sie mich aber Sie sind 6 Jahre im Rückstand, was Ihre Verpflichtungen angeht, Sehen Dr. Sie, House. Ich wusste, dass es mich nicht interessieren würde. 6 Jahre mal 3 Wochen. Sie schulden mir mehr als 4 Monate. Es ist 5 Uhr. Ich gehe nach Hause. Zu wem? Reizend. Hören Sie. Der einzige Grund, warum ich Sie nicht feuere, Dr. House, ist, dass Ihr Ruf in diesem Krankenhaus noch etwas wert ist. Gut, dann sind wir uns ja an einem Punkt einig. Sie werden mich nicht feuern. Ihr Ruf wird nicht lange anhalten, wenn Sie Ihre Arbeit vernachlässigen. Die Klinik ist immer noch ein Teil Ihres Jobs. Ich will, dass Sie Ihre Arbeit Doch machen. Doch wie schon der Philosoph Mick Jagger sagte, you can't always get what you want. Sie haben mir die Autorisierung entzogen. Ja, wieso schreien Sie so? Keine MRTs, keine Bildgebungsstudien, keine Labortests. Und Ferngespräche wird es auch nicht mehr Wenn Sie mich feuern wollen, dann sagen Sie es mir ins Gesicht. Und keine Fotokopien, Sie schreien ja nach wie vor. Ich bin wütend! Sie riskieren das Leben einer Patientin. Ich würde sagen, das sind 2 verschiedene Punkte. Sie zollen mir keinen Respekt und blamieren mich. Und solange ich hier arbeite, haben Sie keine rechtlichen... Soll dieses fürchterliche Geschrei mir Angst machen? Ich weiß nämlich nicht, wovor ich Angst haben soll, vor noch mehr Geschrei. Dass Sie mir was antun? Davor habe ich keine Angst, denn ich bin sicher, ich kann schneller rennen als Sie. Übrigens, was das Zitat von diesem Philosophen angeht, diesem Jagger. Sie hatten recht, du kriegst nicht immer das, was du willst. Doch dann heißt es, doch wenn du es versuchst, kriegst du manchmal das, was du brauchst. Das heißt, weil Sie wollen, dass ich Patienten behandle, darf ich sie nicht behandeln. Ich will, dass Sie Ihren Job tun. Uhr, Dr. House meldet sich zur Arbeit. Notieren Sie das. Haben Sie hier irgendwo Kabelfernsehen? In 8 Minuten kommt General Hospital. Kein Fernsehen, aber wir haben Patienten. Können Sie das Aspirin nicht selbst verteilen? Ich habe Ihnen als ersten Fall was Interessantes ausgesucht. Husten hört nicht auf. Nasenrotz hat eine beschissene Farbe. Ein Patient, der gerade aufgenommen wurde, hat furchtbare Rückenschmerzen. Oh, ich glaube, darüber stand schon was der im Journal of Medicine. Der Patient ist orange. Der Patient? Nein, die Frucht. Sie meinen gelb, gelb so. Ich meine orange. Die Orange? Untersuchungszimmer 1. Ich recherchiere. Menschen sind schon faszinierend, nicht wahr? Wieso kriegt Edla Steroide? Weil sie meine Patientin ist. Das tut man mit Patienten. Man gibt ihnen Mittel. Man gibt kein Mittel aufgrund von Vermutungen. Nicht mehr seit Tuskegee oder Dr. Mengele. Sie vergleichen mich mit einem Nazi? Nett. Ich stoppe die Behandlung. Sie ist meine Patientin. Und es ist mein Krankenhaus. Ich habe sie nicht krank gemacht. Sie ist kein Experiment. Ich habe eine begründete Theorie, was ihre Krankheit betrifft. Doch ohne Beweise. Beweise gibt es nie. 5 verschiedene Ärzte stellen aufgrund ein und desselben Anhaltspunktes 5 verschiedene Diagnosen. Und Sie haben gar keine. Keiner weiß etwas. Wieso glauben Sie immer, Sie haben recht? Das tue ich nicht. Es fällt mir nur schwer, von der gegenteiligen Annahme auszugehen. Und warum haben Sie Angst, einen Fehler zu machen? Weil ich Ärztin bin, deswegen. Und wenn wir Fehler machen, sterben Menschen. Ach, kommen Sie. Früher hatte man mehr Respekt vor Krüppeln, Doc. Nicht wirklich. Na, wie fühlen Sie sich? Schon besser, danke. Sind Sie Dr. House? Ich dachte, es seien er, aber... Nein. Sie dürfen nicht so schnell essen. Danken Sie ihm von mir. Gern. Soll ich die Behandlung abbrechen, Boss? Sie hatten Glück.